Okay, ich sehe, Jasmin ist auch das erste Mal dabei. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle hier seid. Und genau, ich mache jetzt mal so einen Rahmen für uns auf. Ja? Das ist aus meinem Verstand, wie gesagt, aus meiner Erfahrung gesprochen, was immer bei diesen Akasha-Readings passiert, sowohl bei den Einzel- als auch bei den Kollektiv-Readings. Und diese Readings, es wird mir immer eingegeben, das Thema. Also, wenn eine Einzelperson zu mir kommt, gibt die mir kein Thema vor, sondern ich empfange ein Seelenbild, ein metaphorisches. Das wird gleich noch deutlicher, weil für die Kollektiv-Readings empfange ich auch immer ein Seelenbild. Und bei den Kollektiv-Readings ist es auch insofern ein Unterschied, als dass ich einfach das Thema bekomme. Und bei mir ist es immer so in meiner Arbeit, ich gehe durch den Alltag, ja, oder meditiere oder gehe spazieren oder was auch immer. Und auf einmal ist so, bing. Und das Thema ist da. Und mir kam wirklich dieses Thema, okay, gemeinsam das neue Bewusstsein auf die Erde holen. Falls ihr mir folgt, vielleicht eventuell auf Insta oder Facebook in den Stories habe ich das geteilt und werde darüber bald eine Podcast-Folge machen, weil ich gefühlt schon wieder so eine eigene Transformation hinter mir habe. Und ihr werdet sehr oft das Wort, also nicht unbedingt heute, aber wenn ihr mir weiter folgen mögt, High Frequency hören. Ja, und das ist für mich tatsächlich so dieser Inbegriff des neuen Bewusstseins, weil ich auch gespürt habe, dass all dieses Alte und Schwere, es triggert mich. Und ich sage mal, sprechen hilft. Immer wenn ich spreche, habe ich Eingebung, so wie jetzt auch gerade wieder, weil es macht so Sinn. Ich bin seit roundabout 10 Jahren selbstständig und es war immer alles so. Also meine eigene Entwicklung als auch die Entwicklung der Tiere oder Menschen, ich habe ja damals mit der Tierkommunikation gestartet, war immer so zäh. Es ging immer so langsam und dann brauchte man erst Klarheit und es brauchte ewig, bis man so ein Thema, so einen Knoten zum Lösen gebracht hat. Und ich merke halt, dass die Schwingung der Erde sich einfach schon komplett erhöht hat. Und schreibt das super gerne auch mal in den Chat, ob, hallo Charlie, wir hatten vorhin so ein schönes Gespräch, auch über High Frequency und so. Genau, schreibt super gerne mal rein, ob ihr das auch so wahrnimmt. Ich merke das zum Beispiel auch, an der Zeitqualität, dass man das Gefühl hat, die Zeit rennt. Und dann wiederum gibt es so Tage, ja, wo man das Gefühl hat, das sind 2 Tage. Also irgendwie eine ganz verschobene Zeitwahrnehmung. Oder man denkt etwas und zack, passiert es. Und irgendwie, es verändert sich ganz viel. Und das erlebe ich tatsächlich auch in meiner Arbeit. Ich war mehr oder weniger so auf der Suche nach etwas, ja, was die Blockade auch löst. Und habe mich dann mit diesen Akasha-Readings wirklich gefunden. Ja, ohne dass ich gesagt habe, ich mache jetzt das um. Sondern es kam zu mir und ich habe auf einmal gedacht, ey, krass. Das geht ja an die Wurzel und dann ist das Thema weg. Wie geil ist das denn? Und ich bekomme in letzter Zeit immer wieder Eingebung zu dieser High Frequency. Also ich merke, es triggert mich. Ich werte darüber nicht, aber in mein Leben passt es nicht so diese alte Spiritualität, ja, mit allem, was dazugehört. Ne, so jetzt, wenn wir die Akasha-Chronik nehmen, das Wort ist eigentlich ist mir auch schon zu oll, weil man im Alten noch damit verbindet, sich gut zu erden und dann sich lange zu reinigen und Schutzsymbole und hier Schutz und da Schutz. Und ich denke, ist mir alles viel zu kompliziert, ja. Und Entscheidungen und Absichten reichen. Und genau, so viel dem Vorgeplänkel dazu. Alles Weitere wird sich jetzt im Prozess ergeben. Erstmal, ich habe ja gesagt, wir machen das interaktiv. Und ich sehe auch, es ist leichter geworden, in der Liebe zu sein. Ach schön, deshalb gehe ich mit dir so in Resonanz. Für mich passt die alte Spiritualität nicht. Genau, da verändert sich was. Und alles hat seine Berechtigung. Ja, also wenn das auch also für irgendjemanden noch stimmig ist, das so zu machen, dann ist das richtig. Aber es geht ja immer darum, seine eigene Wahrheit zu leben. Und für mich, ich spüre, dass meine Aufgabe hier unter anderem auf diesem Planeten Erde ist, das neue Bewusstsein, also diese High Frequency, ja, hierher zu bringen.
Leichtigkeit, Lebensfreude, bedingungslose Liebe, dass jeder sich ausdrücken kann, aber nicht im hochspirituellen, schwebenden Sinne, sondern bodenständig, authentisch, lustig, Spaß haben, Freude haben an dieser Reise und auch an diese schweren Themen, auch da Leichtigkeit reinzubringen. Ach, schön. Danke für eure Rückmeldung hier. Wahnsinn. Ja, ich sehe, wir schwingen gleich. Das freut mich sehr. Ja, schön, dass ihr hier gefunden habt. Und eine Sache noch vor dem Start. Es ist mir ein super Herzensanliegen, also nur wenn du resonierst. Mein Online-Workshop, der Intuitionsguide, der mich auch so gefunden hat, der wird am Samstag stattfinden, von 14 bis 20 Uhr, auch mit Aufzeichnung, falls man da live nicht kann, aber nur, wenn man sich angezogen fühlt. Und es ist wirklich ein Guide. Also ich sehe es immer, jetzt sehe ich es auch wieder, jetzt geht das schon los mit den metaphorischen Eingebungen. Wie so ein Werkzeugkoffer, ja, mit allem, was man braucht, um hier wirklich innere Sicherheit zu finden, den nächsten Schritt gehen zu können und alles in Leichtigkeit, in diesem leichten Bewusstsein. Na, bis Freitag kann man sich noch anmelden und ihr findet Infos auf meiner Website sarahrugalski.com. Ich gebe den Link hier einmal rein für alle, die resonieren und da mal schauen mögen. Aber am besten später, jetzt erstmal hier drauf konzentrieren, fokussieren. Genau, und dann legen wir los und es kommen immer noch welche rein. So, okay. Also, wir starten gleich mit dem Seelenbild. Na, jetzt erlebt ihr mich im Sarah-Verstand nach wie vor. Ich gebe gleich durch. Es kann sein, dass ich manchmal so ein bisschen abgehackt spreche. Also nicht so, ne, das triggert mich auch, diese Sprechmedien, die dann ganz komisch sprechen. Sorry, aber das triggert mich. Wahrscheinlich, weil ich halt diese High Frequency hier auf die Erde bringen soll. Ich weiß, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist es manchmal vielleicht ein bisschen zögerlich oder dann empfange ich kurz. Lasst euch nicht irritieren. Genau, und ich gebe euch das Seelenbild mit. Und ihr könnt jetzt schon spüren, ja, was in euch zum Vorschein kommt. Ich höre das immer wieder, sowohl bei den Einzel- als auch bei den Kollektiv-Readings, dass im Vorfeld sich schon Themen zeigen. Na, also kannst du dich jetzt mal fragen, mal kurz einchecken und gucken, was war in den letzten Tagen so präsent bei mir in Gedanken, weil die Seele schon über viel mehr weiß als der Kopf. Ja, und es geht bei den Kollektiv-Readings darum, an diese kollektiven Felder anzudocken. Du kannst es dir so vorstellen, dass die Erde ja eine Schwingung hat. Ja, die Erde ist ein Lebewesen, die hat auch ihre eigene Schwingung und die möchte aufsteigen, ganz neutral. Die möchte auch nicht besser werden, ja, im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern die Zeit des Egos hat langsam so ein Ende gefunden. Aber ich bin auch niemand, der das Ego verteufelt. Ich liebe das Ego, die Persönlichkeit, den Verstand. Das sind alles wichtige Tools, die wir hier brauchen, nutzen können. Was aber dazu kommt, ist dieses Bewusstsein von, wir sind alle eins. Wir bringen uns alle gegenseitig nach Hause, auch oder gerade, indem wir uns triggern. Manchmal begegnen wir Lehrern, ja, Heilern, Helfern. Manchmal aber auch den größten Arschengeln, wo wir sagen, ey, was war das, ja? Ich wurde so verletzt. Aber die uns helfen, diese Schichten aufzubrechen. Ja, einfach uns selbst zu leben. Und darum geht es. Und ich schaue gerade, super, dass ihr euch gegenseitig helft hier mit der Technik. Tausend Dank, das ist großartig. Ja. Ach, Wahnsinn, Shani. Tausend Themen. Könnte losholen, richtig krass. Ja, genau. Egal, was an Emotionen da ist. Ja, wir hören hier auch, hier ist übrigens kein Raum, bei mir ist generell, hier darf immer jeder sein, authentisch sein. Ich werte nicht über Emotionen, ja, ob da jetzt Freude ist, Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, es darf alles sein. Also gib auch dir selber Raum. Ich sehe schon, ja, innerer Druck, das Gefühl, schweren Mantel ablegen zu wollen. Ja, spüre seit dem Wochenende auch viel Traurigkeit, ganz tief. Ja, unglaublich starke Schmerzen. Genau, das kann auch tatsächlich sein, dass sich das körperlich ausdrückt. Es passiert immer wieder, dass die Rückmeldung kommt und das ist sowas, da empfinde ich als Sarah Ego immer so eine extreme Demut,
was passiert, weil ich ja nur Kanal bin und das durchfließen lasse zu euch, ja, dass dann auf einmal Rückenschmerzen verschwinden, dass man den ganzen Tag Kopfschmerzen hatte, einfach weil es brodelt, es triggert, es kommt an die Oberfläche und wird jetzt hier heute geheilt. In Leichtigkeit. Und in Freude. Ja. Ich hole hier nicht mein Pendel raus oder mache euch Angst und sage, ihr müsst jetzt aber gut aufpassen und so. Ne? Liebe. So. Okay, ich lese noch ein paar Sachen vor und dann teile ich das Seelenbild. Das drückt nämlich schon, es drängt, merke ich gerade. Atmen. Schwere Schichten ablegen, genau. Inneres Kind, Heilung. Herzschmerz und wusste nicht woher. Schilddrüse spielt verrückt. Kopfschmerzen seit gestern und innerlicher Druck. Oh ja, ihr habt ja alle nicht ohne Grund hergefunden. Ich sehe das schon. Krass. Schmerzen seit Tagen in Hüften und Tinnitus. Schwindelgefühl gestern mit Kopfschmerz. Ja, krass. Genau, eigene Wertigkeit. Da sprichst du was ganz Wichtiges an, Annette. Mit der Wertigkeit, Selbstwertgefühl, Traurigkeit bis Depression. Krass. Ja, okay, spannend. Wir tauchen jetzt mal ein. Es gibt übrigens immer ein tricky point. Da warne ich euch vor, aber das ist immer nur ganz kurz. Ja, wo wir quasi einmal kurz reingehen und fühlen. Und das ist immer so, oh, da wird es nochmal so richtig eklig. Jetzt sehe ich gerade so ein Bild, wie gesagt, ich kriege andauernd Metaphern. Wie als hätte so ein dicken Holzsplitter am Finger sitzen und das tut die ganze Zeit sau weh. Es ist so unangenehm, du kannst nicht rankommen. Ja, wenn du getriggert wirst, wenn du es berührst, schmerzt es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn du es drinnen lässt, entzündet sich das irgendwann und irgendwann muss der Finger ab. Sinnbildlich gesprochen, ja. Passiert natürlich nicht. Und du musst dir vorstellen, dieser tricky point, den ich gerade angesprochen habe, ist, dass du gehst zum Arzt und du weißt, oh, einmal wird es ein bisschen wehtun, diesen Splitter da rauszuziehen, aber dann ist gut. Dann ist so, oh Gott sei Dank, dieser Dauerschmerz wird auf. Und dann heilt es. Und dann ändert sich deine Frequenz. Oh ja, Barbara, genau, Herzwände ablegen. Ganz genau. Okay, ihr Lieben, ich mache mich mal auf durch die Absicht. Ich bin, die letzten Tage kam so viel bei mir mit diesem Trigger, mit diesen Alten. Ich war, nein, 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 nein. Nein, 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 so will ich das nicht. Okay, jetzt taucht ein spannendes Bild auf. Für alle, das ist immer ganz witzig, ne, die schon bei mehreren Kollektiv-Readings dabei waren, ich sehe eigentlich immer eine Wiese. Ich sehe das heute tatsächlich ein bisschen anders. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, weil dieses Reading ist direkt positiv besetzt. Also mit, wir bringen das neue Bewusstsein auf die Erde, Leichtigkeit. Und sonst war es immer so Themen, Verwandeln, Mangel in Fülle oder ne, Löse, Selbstwert, Gefühle. Also immer so negativ ins Positiv. Und jetzt ist es nur positiv quasi. Ich lasse hier noch jemanden eintreten. So. Und das Seelenbild, was ich sehe ganz viele Menschen in einer Reihe stehen und das seid ihr. Ja, das sind wir alle. Und ich sehe, wir stehen auf der Erde und über uns drüber ist wie so eine energetische Schicht, aber wie so eine Nebelschicht. Ja, und hinter dieser Nebelschicht oder so wie düstere Wolken und man denkt, oh, es ist trist, es ist grau und es wirkt auch sehr beschränkt. Also das ist, man ist wirklich eingeschlossen. Ja, Füße sind auf der Erde und hier dunkle Wolken. Und hinter diesen Wolken ist aber die Sonne und der strahlend blaue Himmel. Aber viele sehen das nicht. Und was wir hier machen, deswegen dieses riesige Danke an euch, ist, dass wir insgesamt diese kollektiven Felder Stück für Stück für Stück bereinigen, weil es dann automatisch dieses neue Bewusstsein, wenn die sogenannte kritische Masse erreicht ist, es immer mehr überschwappt. Und an der Stelle, ich kriege schon wieder diesen Impuls, das Bild mit euch zu teilen. Ich weiß, die alten Hasen haben das schon ein paar Mal gehört. Aber für die, die neu sind, ich finde, das macht es auch so schön sichtbar und deutlich. Ja, diese, ich sehe immer so eine Landkarte, wo Menschen sind, die ihr inneres Licht haben, also unser ureigenes Wesen, ja, unser Funke, dieser innere Funke,
der aber im Laufe unserer vielen Leben, ja, durch zig Inkarnationen oder auch einfach ein Erdenleben reicht ja manchmal auch schon, ne, um ordentlich Herzmauern zu bilden und getriggert zu werden, emotionalen Schmerz zu erleiden. Und dann machen wir halt zu und speichern diese ganzen Emotionen ein. Und es gibt halt dieses kollektive Feld und auch sogenannte Länderkarma, die abgebaut werden wollen. Und es, du kannst es vorstellen, wenn die Erde dieses schwingende Wesen ist, was aufsteigen möchte, ja, all diese niedrig schwingenden Energien, alles, was angstbehaftet ist und niedrig schwingt, wie Schuldgefühle, Scham, Mangelgefühle, auch Selbstwertmangel, Depression, Traurigkeit, ja, Negativität, das ist alles, das zieht. Und die Erde erlaubt das nicht mehr, die schüttelt das ab. Ja? Und das machen wir quasi, wir lüften diese Felder. Und wenn du strahlst, also wenn du als einfach nur eine Person, ja, du hast viel mehr Kraft und Tragweite, als dir wahrscheinlich bewusst ist. Weil wenn du deine Schichten abträgst, indem du eigenverantwortlich heilst, einfach nur indem du bist, ja, das ist auch so Thema im Intuitionsguide, weil wir müssen uns nicht anstrengen oder oh, jetzt muss ich den Kurs und jetzt muss ich hier ein Buch und da. Wir entwickeln uns ganz von alleine, indem wir unseren Impulsen folgen, so wie du deinem Impuls gefolgt bist, jetzt hier dabei zu sein. Das ist kein Zufall. Und dadurch trägst du eine Schicht ab, deine eigene, und damit machst du das Kollektiv leichter. Und wenn du strahlst, ja, stell dir nochmal diese Karte vor, du als die eine Person, das Licht, was aber überdeckt ist von so Schleiern, und dann legst du, oder Mantel, ne, kam jetzt auch öfter das Wort, so wir legen diesen Mantel ab, Schicht, 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 und dann strahlen wir. Und sind dadurch Pioniere, Pionierinnen, Vorreiter, ja, und inspirieren unser Umfeld. Erst wenden sie sich vielleicht ab und sagen, was ist mit dir los? Du bist irgendwie so komisch, man kann ja nicht immer so glücklich und gut drauf sein, nicht so ein High Frequency. Ne? Und wenden sich dann auch eher dem dunklen Feld zu. Aber umso mehr es werden, ist es immer, okay, irgendwie ist es ja schon attraktiv. Und ja, so motivieren wir sie, ihre Schleier abzulegen. Nur wenn sie dran sind. Das hat nichts damit zu tun, zu missionieren oder irgendwas. Und indem diese Kollektiv-Readings passieren, reinigen wir das Feld und es schwappt automatisch über auf die anderen Menschen. Es geht für die leichter. Witzig, jetzt sehe ich ein inneres Bild, das habe ich ewig nicht empfangen. Ich bin ja auch eine sogenannte Indigo-Erwachsene, wobei das Wort ist mir auch zu alt. Aber das heißt, das sind so Menschen, ja, Pioniere, ne, die immer die Systeme sprengen, die neue Wege gehen. Und ich habe mich früher immer gesehen mit so einer, wie heißt das, so eine Machete, heißt es so? Ihr könnt mich gerne jetzt auslachen, aber dieses riesige Schwert und dann im Urwald, ja, wo so eingetrampelte Pfade sind und super kompliziert und alles. Und ich sage, hä, wieso, man muss doch einfach da lang. Ne? Und ich nehme dann so dieses riesige Schwert, sage ich jetzt mal, und hau den Weg frei. Und das ist erstmal voll anstrengend, aber es ist dann ein verkürzter Weg, ein schnellerer Weg. Und die, die mir folgen, haben es viel leichter. Und das sind wir, das seid ihr. Deswegen vielen Dank, dass ihr das macht, ja. Und die Machete schwingt, wenn das Ding so heißt. Okay. Wahnsinn, ich sehe gerade, dass ihr schreibt, krieg einen Gänsehautschauer nach dem nächsten. Ja. Ah, okay, super. Vielen Dank nochmal, dass die Verbindung gut ist. Nicht, dass wir hier. Genau, ich spüre eine starke schwingende Energy. Ach, wie cool. Voll schön. Ja, nicht, dass es hier unser Internet schrottet. Das wäre doof. Schön, genau, Verbundenheit. Voll schön. Okay. Ihr Lieben, stellt euch vor, ihr seid eine dieser Personen und ich lade euch ein. Ja, wir sind jetzt alle so in dieser Verbundenheit und sprechen über das Kollektiv. Und ich lade jetzt jede Einzelne, jeden Einzelnen dazu ein, jetzt schon mal mehr zu sich zu spüren. Zu gucken, okay, was ist denn jetzt gerade bei mir los? Was war in den letzten Tagen präsent? Und das Seelenbild verändert sich gerade. Ich sehe, dass jeder wie so eine elektrische Leitung, wie so eine Stromleitung zu dieser dunklen Wolke hat. Also jeder resoniert in anderer Art und Weise. Es ist übrigens so, dir kann nichts passieren oder dir kann nichts anhaften oder dich triggern, womit du nicht resonierst. Das heißt, es wird jetzt hier welche geben in diesem Raum, die total mit Schuldgefühlen in Resonanz gehen oder mit Mangel,
materiell oder was auch immer für einen Mangel oder Selbstwertmangel, ja, mit Ängsten, Opferbewusstsein. Spür mal rein, was ist bei dir präsent? Und gib das gerne in den Chat. An der Stelle sage ich immer gerne, weil wir lesen das so oft, oh, dann nicht schreiben, wir manifestieren das und Licht und Liebe und so. Nein, das, weil gerade wenn das verdrängt wird, wenn das in uns ist und so brodelt und wir immer sagen, nein, Pflaster drauf, denkt an den Stachel oder Splitter oder was auch immer. Das wäre ungefähr so, wie wenn ihr sagt, oh, es tut weh, aber ich darf mich nicht, ich musste auf das Positive, ich konzentriere mich jetzt auf meine rechte Hand. Ja, und die linke verfault so. Da was drum bindet, um es nicht zu sehen. Also nicht unterdrücken, jetzt rauslassen. Rauslassen, damit es dann heilen kann. Ja, dieses wirklich Dunkle, das ist ein geschützter Raum. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich weiß ja, was für Menschen ich anziehe. Und es sind immer sehr wertschätzende, empathische, mitfühlende Wesen, wo jetzt hier keiner verurteilt wird. Deshalb gebt es mal, ihr dürft euch das jetzt, die offizielle Erlaubnis, euch hier mal auszukotzen. Aber nicht, um dann drin hängen zu bleiben, sondern um das zu shiften. Aber erst muss das raus. Ja, wir gucken jetzt den Stachel an. Das ist jetzt ist so dieser Part, sagen Sie, ich liebe diese Metapher, ne, aus der Geistung. Ich denke mir das ja nicht selber aus, könnte ich gar nicht, glaube ich. Das ist jetzt so wie, okay, ich gucke jetzt hin, es tut scheiße weh, aber ich muss da ja irgendwas machen mit dem Stachel. Ja, so. Und ich lese mal so ein paar Dinge vor. Wundert euch nicht und lasst euch auch nicht abschrecken, wenn jetzt erstmal so eine Schwere kommt, wenn ihr so, boah, puh, das ist jetzt ein bisschen, das ist dieser tricky point. Okay, so, ich schau mal, Erschöpfung, Ängste und Traurigkeit in Bezug auf tiefe Herzensverbindung. Ja, würdig sein, Selbstliebe und Wert, aus der Schuld ziemlich viel, Kontakt, Verbindung, Mutter, Tochter, momentan total Überforderung, ich bin nicht gut genug, habe gerade voll den Magenverdreher, Abgrenzung, Eigenermächtigung. Ja, ach, wow, Ursula, sehr ein Schlüsselloch, da fällt ein ganz helles Licht durch. Sehr schönes Bild dafür. Mangel an gesehen werden, Schuldgefühle. Spüre nicht, das ist auch okay. Übrigens, macht euch nicht verrückt. Das erlebe ich viel eher bei den Einzelreadings, weil ich da natürlich ne, ganz eng mit den Menschen in Verbindung bin. Die geistige Welt sagt mir dazu immer, das ist wie ein Schutz. Weil manchmal, wenn es zu heftig wehtut, ne, wir nehmen nochmal dieses Stachelbeispiel oder ich sehe da immer ein anderes Bild. Ich sehe immer so eine offene, klaffende Wunde, die genäht werden muss. Ja, und wenn du dann ins Krankenhaus gehst, du musst nicht ohne Betäubung das nähen lassen, damit es danach geheilt ist. Wenn es zu krass ist, dann ist das wie so ein Schutz, dass wir nicht ganz da rein spüren können. Dass es so ist wie, ich spüre nichts, so ungefähr, weil es betäubt ist. Aber die Heilung passiert dadurch nicht weniger. Ne? Deshalb, egal wie viel oder wie wenig du spürst, es ist alles gut. Also einfach hingeben, annehmen, es ist alles genau richtig, was sich jetzt zeigt. Okay, ich lese noch so ein paar vor. Ich sehe schon Scham, Unzufriedenheit, Sinnlosigkeit, Angst, Schuldgefühle, Mangel an Vertrauen, Verletzungen, Partnerschaft, Selbstwert, würdig sein. Ja. Oh, schön, Annette. Ja, die starke Energie in dem Raum, absolut. Kein Selbstbewusstsein mehr, nicht wichtig sein, Angst vor Manipulation. Genau, und tatsächlich, Martina, sind wir auch manipulierbar, wenn wir in der Angst sind. Genau das ist es ja, ne? Das, was auch so meine große Motivation ist, die Menschen in ihre Kraft zu führen, in ihr Herz, weil wenn wir hochschwingen, in dieser High Frequency sind, dann leben wir aus dem Herzen. Und ein geheiltes Herz kann niemand verletzen. Es geht nicht. Das kennen wir selbst. Wenn wir gerade so depressive Phasen haben oder total in einem Loch sind, wir können anderen nicht dienen. Das ist nur so, oh, geh weg. Ich muss erstmal, ne, für mich muss alleine sein. Aber wenn wir so in Liebe, Dankbarkeit und wenn es uns mega gut geht, dann wollen wir ganz viel geben und haben ganz viel zu teilen und zu schenken. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an erste Stelle stellen. Das ist überhaupt nicht egoistisch. Das ist Selbstliebe und auch nicht im egoistischen Sinne, sondern ja, das wahre Selbst. Ja, wir werden uns unserer selbst bewusst, auch wie wichtig das ist,
du strahlst, dass du deinen Mantel ablegst, um dein Umfeld zu erhellen. Das ist die größte Aufgabe, die wir haben. Und dann sind wir auch nicht manipulierbar, weil unser Herz, diese Klarheit, auch diese Anbindung nach oben, die automatisch da ist, wir können dann nicht anders, als das zu tun, was dem höchsten Wohl aller dient. Es geht dann nicht mehr anders. Ja, Wahnsinn. Ich sehe auch viele Wiederholungen, ne, was so Sinn macht, ja, bei diesen Kollektiv-Readings. Ganz viel Selbstwert, Traurigkeit, fehlende Lebenslust, ja, Schlafstörungen. Genau, auch diese ganzen körperlichen Dinge, ne, wie Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Ohrensausen oder halt auch die Schlafstörungen. Das ist auch, und Schilddrüse. Schilddrüse kriege ich gleich als Probleme. Schilddrüse ist ja ganz oft auch so ein Frauenthema und hat mit der Selbstentfaltung auch zu tun. Das ist ja auch dieses Schmetterlingsorgan. Und der Schmetterling ist so mein Symbol und steht für Wandlung, also für mich persönlich so für Wandlung, Transformation. Na, dass ich muss ja, ne, Talia an unser Gespräch vorhin denken, da hatten wir das auch mit diesem Kokon. Und in diesem Kokon, also ganz viele Raupen auf der Erde verwandeln sich jetzt in Schmetterlinge. Und dieser Kokon-Modus ist halt nicht so angenehm, weil da passiert Metamorphose. Wir verändern uns, es ist dunkel, es ist eng, es macht Angst. Um dann aber aufzubrechen, in unsere Schönheit zu kommen, unser wahres Selbst. Ich sehe auch gerade Existenzangst, ganz viel Wut. Ja. Jetzt lese ich hier auch, ne? Angst, egoistisch zu sein, genau. Genau, und auch das mit, ne, Geld nehmen sehe ich gerade, ist auch so ein Selbstwert, hat auch oft damit zu tun. Angst vor schwerer Erkrankung, Ohnmacht, genau, Selbstliebe, Machtlosigkeit, Mangelgefühl. Okay, genau, so. Jetzt sind wir da einmal so richtig reingetaucht ins eigene. Ich habe übrigens bei mir in den letzten Tagen kam auch so ein uraltes Muster von mir hoch. So in ja, Mangel, also finanzielle Ängste, so ein Mangel. Also das nehme ich dann gar nicht mehr ernst, aber das war bei mir wieder präsent. Ah, okay, spannend, ja, kommt es jetzt auch, klopft jetzt an. No. Okay. Ihr Lieben, ich habe gerade, bevor wir jetzt in den Heilungsschritt gehen, ja, das war jetzt der erste Schritt der Heilung, höre ich gerade, in dem ihr euch das bewusst gemacht habt. Ja, und Chapeau für euren Mut, weil viele gucken da ja gar nicht hin. Viele lenken sich ab mit Essen, Shoppen, jetzt vielleicht nur noch online shoppen oder sich bei einer Freundin ausheulen, dann geht es einem kurz besser und ihr macht das nicht, ihr guckt hin. Das ist so wertvoll, weil das ist der erste Schritt. Und der zweite ist, jetzt diesen Stachel rauszuziehen. Und das Wie und auch diese Stagnation, all das, ich sage nur Intuitionsguide, also für alle auch, die das Gefühl haben, es blockiert, es stagniert, ich komme nicht weiter, lege ich euch das sehr ans Herz. Also spürt mal rein. Ne? Da, weitere Infos findet ihr auf der Seite, will ich jetzt den Raum hier nicht für nutzen sozusagen. Aber es ploppte gerade so auf. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass was Neues passiert in diesem Kollektiv-Reading. Also ich sehe gerade dieser zweite Heilungsschritt, also erster Heilungsschritt ist sich bewusst machen, was ist mein Anliegen? Was ist mein ganz persönlicher Part? Womit gehe ich noch in Resonanz, was Schwere auf der Erde hält? Und ich höre in letzter Zeit ganz offen jetzt nämlich auch wieder dieses, wir sind Portale. Durch uns transformiert sich die Energie. Das heißt, wenn du deinen Mantel shiftest, hilfst du erstmal deinem Umfeld, es auch zu schiffen, es dir gleich zu tun und der Erde. Ja, und jetzt sehe ich gerade das Seelenbild, wie sich jetzt schon was verändert, allein durch das Bewusstsein, als wenn sich die Wolken so ein bisschen zur Seite schieben. Also die sind noch da, aber ich sehe so Löcher in den Wolken, dass man sieht, ah, okay, und da ist Licht. Okay, da ist noch was, ja, das Paradies, der Himmel auf Erden, was für mich bedeutet, High Frequency, du lebst deinen Himmel auf Erden. Für den einen kann es ein Apartment in Dubai sein, für den anderen eine Hütte im Wald. Ja, oder ein Zelt im Wald. Das ist für jeden was anderes. Aber sich selbst zu erkennen, zu leben, auszudrücken. Ja, wer du wirklich bist, das braucht jetzt die Welt.
Okay, jetzt willst du in die Heilung gehen. Ich lade euch ein, es euch mal gemütlich zu machen, es mir leicht zu tun, die Augen zu schließen. Und jetzt wirklich meiner Stimme zu folgen und ansonsten ganz bei dir zu sein. Mit diesem starken Feld des Raums im Rücken. Das ist wie so ein Verstärker, wie so ein Motor, höre ich gerade. Aber du bist jetzt bei dir und nimmst jetzt mal einen ganz tiefen Atemzug. Kommst ganz bei dir an. Und dann geh nochmal ganz bewusst in dein Thema. In all das, was ihr gerade in den Chat geschrieben habt. Und das, was dich ganz persönlich bewegt. Wertlosigkeit, Ängste, ja, Lustlosigkeit, Sinnlosigkeit, Schwere. Und vielleicht magst du auch gar nicht über dieses Gefühl werten. Das musst du auch nicht. Du musst es nicht benennen können. Einfach mal wahrnehmen. Ja, was ist da? Was geht in mir vor? Und dann spür mal ganz bewusst in deinen Körper, ob du das irgendwo physisch wahrnehmen kannst. Als eine Art Druck, Enge, ein Kribbeln, Unruhe. Irgendwas, wo du spürst, da zieht es mich gerade irgendwie hin. Wo hängt das? Weil es ist ganz oft so, dass sich diese Themen energetisch an einer Stelle sammeln und unsere Organe zum Beispiel, also jedes Körperteil steht für etwas und ja, ist so das Sprachrohr der Seele, wenn wir nicht frühzeitig darauf hören. Und es geht jetzt darum, eine Blockade in dir wieder in Fluss zu bringen. Blockaden entstehen immer dann, wenn wir heftige Emotionen haben und wir uns aber ohnmächtig fühlen. Also wir erleben etwas, sind komplett überfordert, haben heftige Emotionen, fühlen uns gleichzeitig ja, handlungsunfähig, also ohnmächtig und dann speichert es sich ein, weil wir lassen es nicht fließen. Wir sagen Nein zu einer Situation. Wir gehen in so eine Ablehnung. Und das spür mal hin. Und ich bekomme gerade die Zusatzinformation aus der Akasha-Chronik, dass es bei den Menschen ist, die ich hier anziehe, also euch, ja, dass dadurch, dass ihr Seelen der neuen Zeit seid, einfach dadurch, dass ihr euch entschieden habt, jetzt in diese Zeit zu inkarnieren und euch auch hier zu diesem Akasha-Kollektiv-Reading hingezogen fühlt, in Resonanz geht, seid ihr dazu da, ja, dieses Portal zu sein. Also ihr dockt da an und jeder hat so seine eigene Geschichte, um es am eigenen Leib zu erfahren, um es dem Kollektiv zu erleichtern. Also ihr seid ganz, ganz starke Seelen, auch wenn ihr das zeitweise vergesst, ihr jetzt gerade vergessen habt. Erinnert euch. Okay, und wenn ihr das gespürt habt, wo es körperlich sitzt, immer noch spürt, das ist jetzt der tricky point. Ja, einfach mal da sein und wechsle einmal in eine Beobachtungsrolle. Also löse jetzt mal komplett die Wertung auf, im Sinne von, oh, da ist was, das ist schlecht. Wenn du vielleicht sogar Schmerzen hast oder da so ein Druck ist und es ist unangenehm. Einfach mal die Wertung rausnehmen, wie so ein Forscher, eine Forscherin. Und so ein, ah, okay, ich habe da gerade dieses und jenes Thema emotional und spüre das da in meinem Körper. Interessant. Ja, einfach mal mit so einer Offenheit daran zu gehen. Interessant, okay, ich beobachte das mal. Du gehst damit in die Annahme. Und dann lass ganz viel Aufmerksamkeit dahin fließen. Und sei dir gewiss, dass das jetzt ausgedient hat, weil du guckst jetzt hin. Ja, das Gefühl, was sich da zeigt, körperlich oder seelisch oder beides, muss sich nur so lange zeigen, bis du auf etwas aufmerksam wurdest. Und vielleicht geht es heute nur darum, es wieder in den Fluss zu bringen.
zu transformieren, Portal zu sein. Und wenn du da reinspürst, vielleicht schaffst du es sogar, in eine dankbare Haltung zu gehen, also dich nicht als Opfer zu fühlen, dass dir das passiert und das ist jetzt ein unangenehmes Gefühl, sondern einfach ein, okay, ich habe verstanden. Danke, dass du dich zeigst. Ich bin heute bereit, es zu verstehen. Und es ist so wie bei deinem Auto, wenn du eins hast, ja. Und du schimpfst ja auch nicht darüber, dass dir dein Auto anzeigt, wenn es einen Ölwechsel braucht. Oder wenn der Tank fast leer ist, dann sagst du auch nicht, oh, blödes Auto. Sondern es ist ja hilfreich, es dient, es ist ein Zeichen dafür, okay, ich muss tanken. Es gibt dir einfach nur ein Zeichen und das macht dein Körper. Daher geh mal in so eine dankbare Haltung oder wenigstens in eine offene, nicht ablehnende. Sag dir, okay, ich schaue da jetzt hin. Danke, dass du dich zeigst. Ich sehe dich. Auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht 100% weiß, was du mir sagen möchtest, das muss ich auch nicht. Aber ich sehe dich. Ja, ich habe dich wahrgenommen. Und ich bin bereit, den Stachel rauszuziehen. Sinnbildlich gesprochen. Und das machen wir jetzt. Und dazu lade ich dich ein, jetzt mit der nächsten Einatmung dir vorzustellen, wie du weiß-goldenes Licht einatmest. Einfach nur durch deine Vorstellung, durch diese Absicht. Ja, weiß-goldenes Licht strömt ein in deinen energetischen als auch in deinen physischen Körper. Und das Schöne an diesem Licht ist, das wirkt absolut intelligent. Du musst nichts kontrollieren. Ja, du kannst sogar nichts kontrollieren. Die Angst will kontrollieren. In Wahrheit, es gibt im Leben rein gar nichts zu kontrollieren. Auch wenn wir zeitweise das Gefühl haben, wir haben Dinge unter Kontrolle, haben wir nicht. Aber du bist sicher. Gerade deshalb bist du sicher. Ja, und das Licht kannst du auch nicht kontrollieren. Du musst es auch nicht kontrollieren, weil es wandert jetzt ganz intelligent und automatisch an genau die Stellen, wo es gebraucht wird, wo Licht rein darf. Und mit jedem Einatmen spürst du, wie es sich verteilt in deinem Körper, wie es in jede einzelne betroffene Zelle eindringt. Und mit betroffene Zelle meine ich all das in dir, was niedriger schwingt als deine ureigene Frequenz, was dir anhaftet, was nicht zu deinem wahren Wesen gehört. Weil das hat jetzt ausgedient, sonst wärst du nicht hier. Und das Licht breitet sich weiter und weiter aus. Und ich verrate dir noch etwas. Und dieses weiß-goldene Licht ist magisch. Und es ist so magisch, weil es die Kraft hat, all das, was sich da eingespeichert hat, eingenistet hat, vielleicht schon über Jahre, Jahrzehnte hinweg, das aufzusprengen, in Bewegung zu bringen. Ja, Emotion heißt Emotion, Motion gleich Bewegung. Es will in Fluss gebracht werden. Und du spürst, wie mit jedem Einatmen sich das Licht ausdehnt, in jede Zelle geht, in jede festsitzende Energie und es aufgesprengt wird. Ganz sanft und liebevoll, aber genauso kraft- und wirkungsvoll. Und vielleicht spürst du, wie dadurch Bewegung reinkommt. Diese Energie nicht mehr so festsitzt, sondern wie es sich in ganz kleine Partikelchen auflöst, diese Energie, und in dir umherschwirrt. Einfach umherwirbelt, sich bewegt, im Kreis dreht. Und dann stellst du dir vor, wie du mit jedem Ausatmen diese aufgewirbelte, aufgesprengte Energie entlässt, wie sie Stück für Stück
Zentimeter für Zentimeter, Millimeter für Millimeter aus deinem Körper wandert. Stück für Stück für Stück. Es hat ausgedient. Und das Ganze passiert jetzt ohne Druck. Du musst nichts machen. Nur die Absicht hegen und die Erlaubnis geben. Es beobachten. Ja, mit der Einatmung dringt weiter das weiß-goldene Licht ein. Sprengt alles auf, was nicht zu deinem wahren Wesen gehört. Wirbelt alles auf und mit dem Ausatmen geht es ganz sanft aus deinem physischen Körper als auch aus deinem energetischen Körper, bis es sich irgendwann außerhalb deiner selbst, deines Energiefeldes in etwas völlig Neutralem auflöst. Und vielleicht spürst du, wie es langsam leichter in dir wird. Und gib dir Raum. Das Ganze passiert in deinem Tempo. Bei dem einen ist der Vorgang jetzt abgeschlossen. Für den anderen wirkt es noch eine Stunde nach und das ist alles fein. Also du kannst hier nichts falsch machen. Ja, du musst dir vorstellen, ich sehe gerade so ein Bild. Der Stachel ist draußen. Er ist weg. Kannst du nichts machen. Kannst auch nicht wieder reinstecken. Der ist schon entsorgt. Und der Heilungsprozess ist bei jedem unterschiedlich. Bei dem einen heilt es schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen, aber es heilt jetzt. Und du musst dazu nichts mehr machen. Es passiert durch deine Absicht. Und setz jetzt mal allein durch deine Absicht, durch deine Vorstellung, so ein Autopilot. Es passiert durch deine Ein- und deine Ausatmung. Licht strömt ein, sprengt alles auf, du atmest es aus. Und es passiert. Und während das passiert, spüre ich, möchte was gesagt werden. Ich sehe auch gerade das Seelenbild, was sich weiter wandelt. Es gibt am Ende nämlich immer ein Zukunftsseelenbild. Und ich sehe, das hatte ich ja eben schon beschrieben, dass diese dunklen Wolken immer löchriger werden, das Licht durchstrahlt. Und ich sehe, dass manche so den Kopf hochheben und nach oben gucken und merken so, hey, wow, über mir ist gar keine dunkle Wolke mehr. Da ist der Himmel aufgerissen und die Sonne strahlt mich an und ja, fühlt sich gut an. Es fühlt sich befreiter nach meinem Himmel auf Erden. Und dann guckst du zum Nachbarn und ich sehe, dass wir uns gegenseitig stützen. Ja, und dass auch dein Licht auf den Nachbar fällt, wo vielleicht die Wolke jetzt erstmal so einen Riss hat und das Ganze passiert. Also da musst du dir wirklich keinen Stress machen. Ich kriege gerade so krass diesen Druck aus der geistigen Welt zu sagen, hier kann man nichts falsch machen. Ja, wenn es noch nicht locker, flockig, leicht ist, ist alles gut. Wenn alles mega leicht ist, ist auch alles gut. Ja, das Ganze ist passiert. Und ich spüre, dass sie noch einen weiteren Heilungsschritt machen wollen, durchgeben wollen, bevor ich dann den Raum mal für euch öffne, um euch mitzuteilen. Es interessiert mich natürlich mega, wie ihr euch fühlt, was bei euch passiert. Okay, schließt nochmal die Augen, wenn ihr sie nicht noch geschlossen habt. Und die Heilung passiert, wie gesagt. Da kannst du nichts mehr für tun, ob du willst oder nicht. Du heilst. Und jetzt stell dir mal vor, dass du mit der nächsten Einatmung ganz viel Liebe, Aufmerksamkeit, einfach Fokus auf dein Herzzentrum richtest. Auf die Mitte deiner Brust, der Sitz deiner Seele. Und die Intuition ist die Sprache deines wahren Selbst. Das ist es für mich so wie das Navigationssystem, ja, hier für diese Erdenreise. Wenn der Körper auch, ja, mit dem Auto verglichen wird, ja, ist die Intuition dein Navi, was dich auf dem schnellsten Weg zu deinem Ziel bringt. Und dein einziges Ziel, das du jemals erreichen kannst im Leben, bist du selbst, ist bei dir anzukommen. Und da atmest du jetzt ein, in deinen Kern, in dein Herzzentrum.
Und dann stell dir vor, schick dir mal selber ganz viel Liebe und mach dir jetzt mal in diesem Moment bewusst, egal ob da noch Selbstwertmangel und irgendwas mitschwingt, wie absolut wertvoll du bist. Es laufen so unendlich viele Menschen hier über diesen Erdball, aber kein einziger ist genau so wie du. Mit deinem Aussehen, mit dem, was du mitbringst, mit deiner Geschichte, deiner Prägung, Erfahrung, dein Wissen, deine Gaben, all das, deine Gedanken, deine Gefühle. Du bist absolut einzigartig, ein ganz wertvolles Unikat. Und vielleicht bist du ein Diamant, der noch geschliffen werden darf, einfach indem du dich erinnerst und diese Schichten abhältst, abnimmst. Ja, und das macht das Leben, indem du deiner Intuition folgst, bei dir ankommst. Ich sehe gerade wirklich so einen Diamanten, ja, der verkrustet ist, wo alle möglichen anderen Schichten drumherum sind, der immer so peu à peu durch diese Lebensreise geschliffen wird und irgendwann brilliert und ja, sein ganzes Licht und seine Schönheit zum Vorschein bringt und damit so wertvoll ist und ganz vielen was schenkt. Also einfach auch diese Wertigkeit, dass auch andere den Wert sehen von diesem Diamanten, der du schon immer warst und immer sein wirst. Und dann stellst du dir vor, dass du mit jedem Ausatmen dein Licht, deinen inneren Funken, dein wahres Sein aufdrehst. Ja, wie so ein Lichtdimmer, wie so ein Lichtschalter, den du aufdrehst. Mit jedem Ausatmen machst du das Licht heller, heller, heller. So dass es alle um dich herum blendet. Du erleuchtest regelrecht. Ja, einatmen, du fokussierst dich auf dein Herz, schickst dir selbst ganz viel Wertschätzung und Liebe und wirklich versuch mal, das mir gerade so im Herzen spürt, auch mit dir selbst ganz liebevoll zu sein. Auch wenn es dir scheiße geht, wenn du dich so richtig schlecht fühlst. Geh mit dir selbst um, wie du mit deiner besten Freundin umgehen würdest oder mit deinem Kind. Nimm dich selbst in den Arm und betüdel dich. Ja? Du darfst dich auch mal so fühlen, aber darüber niemals deinen Wert vergessen. Mit jedem Einatmen schenkst du dir die Erinnerung, diese Liebe an dich selbst. Und mit jedem Ausatmen strahlst du mehr und mehr und mehr und mehr. Wow, jetzt passiert gerade was. Ihr seid richtig gut. Und ich sehe das Seelenbild, das Zukunftsbild. Ich sehe gerade, wie jeder strahlt, leuchtet und wir uns gegenseitig entzünden und eigentlich wie so eine Kerze, also wie so eine Flamme, und dass, wenn der andere noch nicht so entzündet ist, weil noch zu viele Erdkrusten und keine Ahnung was, ja, der Nebenmann denjenigen entzündet und ja, es lodert und dadurch immer mehr die Schwingung erhöht wird, diese High Frequency, und wir nach oben gucken, uns an den Händen halten und sehen, wow, was passiert mit den Wolken? Die schweben einfach davon, ja, und wir stehen alle unter dieser strahlenden Sonne. Und es ist ja so, das Warum, das gehört zu dem Zukunftsbild, dass wenn wir in dieser High Frequency sind, wenn wir das ausstrahlen, Energie kann nicht lügen. Kinder und Tiere spiegeln das besser als jeder andere, als wir, die schon so geprägt sind und Masken sind. Übrigens, ich finde es mega spannend, dass es bei den konditionierten Tieren und erzogenen Kindern, da wird das immer weniger, weil die immer weniger davon haben, ja, sich auch lernen, Masken aufzusetzen, auch geliebt werden wollen. Aber Tiere und Kinder, die noch ganz rein und unbefleckt sind, reagieren einfach nur auf Energie. Energie lügt nicht. Und das, was du aussendest, ziehst du an. Deswegen, wenn du deinen Kern freilegst, frei schwingst, was auf dieser Erdenreise passiert, und by the way, du stehst immer am richtigen Punkt. Ja, es kann nicht sein, dass wir dann sagen oder denken, wäre ich mal schon da, ja, dein Diamant ist noch nicht ganz geschliffen, aber ich will das jetzt sofort. Nein, das gehört zu deiner Lebensreise, weil all die Momente, wo du selber noch Trigger hast und selber noch in deinen Mustern gefangen bist und die sich nicht auflösen lassen, das ist nicht blockiert, dein Leben, das stagniert nicht, vielleicht bist du dann einfach auch mal Arschengel für jemand anderen.
für die Partner, die du anziehst, damit der sein Muster lösen kann. Wir bringen uns alle gegenseitig nach Hause. Das heißt, jeder darf sein, genau wie er ist. Und jetzt, hier heute, fallen genau diese Schleier und Brocken ab, die jetzt ausgedient haben. Und dann ziehen wir automatisch Fülle an, Leichtigkeit, Liebe, weil das Leben immer auf Schwingung reagiert. Und ich muss es wieder bringen. Ich weiß, diese Metapher kommt mir eigentlich jedes Mal bei jedem Akasha-Reading, aber mir ist noch nichts Passenderes eingefallen. Oder es kam noch nie eine andere Metapher. Und ich mache euch jetzt schon mal den Raum auf, im Chat zu teilen, wie ihr euch jetzt fühlt oder auch diesen Prozess. Was ist eben passiert? Fühlt ihr einen Unterschied oder nicht? Teilt einfach mal im Chat, was so abgegangen ist und wie es euch jetzt geht. Und jetzt noch die Metapher rausgehauen, die das so schön versinnbildlicht. Ich sage mal, hier in diesem Raum ist ja jetzt gerade ein Lied. Wir hören es nicht. Ne? Aber wenn ich jetzt hier ein Radio hätte, ich würde das anmachen und habe da ja eine Frequenz eingeschaltet, dann würden wir dieses Lied hören. Diese Schwingung ist hier in diesem Raum, wie auch bei euch allen. Ja, wenn ich aber merke, das entspricht mir gar nicht mehr, ich habe mich verändert, mein Musikgeschmack hat sich verändert und ich möchte was anderes hören, einen anderen Sender, nur mit meinen Lieblingsliedern, dann muss ich diesen Regler drehen. Erstmal brauche ich das Bewusstsein, ich will das machen, aber das reicht nicht. Ich kann das den ganzen Tag denken und mich über diesen Kacksender aufregen. Ich muss aber erstmal den Regler drehen, die Frequenz ändern. Und das haben wir hier gemacht, zusammen. Eure Frequenz verändert. Das passiert, wenn wir diese Schichten lösen, dann ziehen wir das an, was uns jetzt entspricht. Und vielleicht wollt ihr nächste Woche, merkt ihr, ach, irgendwie schon wieder verändert, ja? Und dann kommt wieder der nächste Sender. Okay, so, ihr Lieben, jetzt bin ich mega, mega gespannt, was ihr geschrieben habt. Ich lese auch wieder so ein paar Sachen vor. Geil, Marianne. Gänsehaut, jetzt sieht die Wolke wie ein Schweizer Käse aus. Ja, voll gut. Ach, schön. Wunderschön war es. Hat sich gelöst. Perfekt. Kann wieder befreiter atmen. Danke. Du Engel. Ihr Engel. Danke. Oh, danke für euer Danke. Es ist immer so schön. Ich fühle mich viel leichter. Bin kurz eingeschlafen. Da wurde an mir gearbeitet. Ja, schlafen, einschlafen ist übrigens auch immer so ein Schutz. Ja, weil viele sagen, oh, bei der Meditation, ich schlafe immer ein. Aber das ist eigentlich ein großes Geschenk, weil dann überwinden wir diese Brücke des Verstandes, der immer bla bla und so. Ne? Also einschlafen ist dann manchmal gar nicht so verkehrt. Stefanie, wow, das war mega kraftvoll. Meine Verspannung an den Schultern hat sich aufgelöst. Es hat heftig gekribbelt und wurde ganz leicht. Genial. Yay! Leicht, frei, strahlend. Ich kann nicht aufhören zu grinsen. Ja, ich auch nicht, merke ich schon. Ne? Ich bin eingeschlafen. Ich war so. Jetzt habe ich dir doch schon die Antwort gegeben. Ist alles gut. Dein Unterbewusstsein hat alles mitbekommen. Und beschreibe ich, das war so, so wichtig gerade. Wow, voll schön, Roni. Und schön, dass du da bist. Ich fühle Leichtigkeit, Herzklopfen berührt, ausgeheult. Sehr gut. Ja, aber das ist tatsächlich, das ist manchmal ein ähnliches Gefühl. Ich sage auch gleich was dazu. Also noch wichtig, dass ihr noch ein bisschen hier bleibt. Ja? Also ist jetzt nicht schlimm, wenn manche gegangen sind und diesen Abschluss nicht hören, aber dass ihr euch nicht wundert, weil ich kenne es von eigenen Reisen, ich spüre es jetzt auch, diese auf einmal so Leichtigkeit, so pff, und das wirkt immer noch nach. Also die Nächte wirken Wunder, was immer wichtig ist, hier, ne? Ganz viel trinken, ganz viel Wasser trinken und euch das gönnen, was ihr gerade braucht. Ja, ist auch normal, wenn ihr auf einmal so eine Müdigkeit spürt, einfach mal kurz hinlegen oder hinsetzen, Augen zu machen, in Stille sein, Tee trinken, Löcher in die Luft starren, in den Schweizer Käse. Ne? Und einfach ankommen. Erden ist auch wieder so ein altspirituelles, aber ihr wisst, was ich meine. Also es kann auch saugen sein, aufräumen, Essen kochen, essen. Also es ist auf jeden Fall normal, wenn ihr euch so ein bisschen benommen fühlt, so ein bisschen so, was? Also eigentlich kriege ich gerade wieder hier aus der geistigen Welt diese Metapher. Wie wenn ihr eine Narkose bekommen habt, ja, weil irgendwas Heftiges war, genäht werden muss, das heilt aus.
Und dann kommt ihr da raus und ist erstmal so, puh, okay, ich muss jetzt erstmal hier wieder ankommen. Das ist normal, also wundert euch nicht, tut euch was Gutes und in 2-3 Tagen fühlt man sich dann immer wie so ein anderer Mensch. Ja, dass man wirklich spürt, irgendwas ist anders. Aber man fühlt sich mehr wie man selbst, also nicht wie ein anderer Mensch, sondern ja, mehr wie man selbst. Annika, bei mir zeigen sich gerade noch die Symptome, der ganze Rücken tut weh, Druck auf der Brust, krieg schlechte Luft, aber ich muss auch lächeln, weil ich das Licht sehen kann. So schön, genau. Und wenn jetzt irgendwas, also gut, dass du schreibst, Annika, wenn ihr merkt, da ist noch was, lasst es sacken, wirken und denkt dran, das ist nicht nur so gesagt, das wirkt nach. Na, also auch vertraut diesem Autopiloten, weil bei manchen dauert es halt länger, die Heilung, und es ist okay. Es passiert auch und ihr müsst nichts tun, müsst nichts kontrollieren, ihr könnt nichts kontrollieren. Einfach sein und der Freude folgen. Ina, unglaublich starke Energie, ein bisschen beängstigend, aber es hat stark gearbeitet. Bin gespannt, wie es sich die nächsten Tage bemerkbar macht. Ich auch. Also fühlt euch eingeladen, mir ein Feedback zu schreiben. Ich bin immer mega gespannt. Wow. Leichtigkeit, starke Wärme im Herzraum, mich herum, Dankbarkeit, Vertrauen und strahlende Fülle. So schön. Vielen Dank, liebe Sarah, viel Raum. An meiner linken Seite ist frei geworden, sie ist befreit. Richtig cool. Wow, Sarah, wie krass ist das denn? Dieses Reading kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe mein Thema erkannt und was bei mir ganz wichtig ist, es verstanden. Ja. Du weißt, das kenne ich. Ach, krass. Richtig cool. Sehr müde, genau. Wenn viel gearbeitet wurde, darf man auch müde sein. Ist alles gut. Das kribbelt an der Stirn. Ja. Es kann übrigens sein, ich kriege noch so einen Teaser. Geil. 111 Teilnehmer sind wir hier jetzt noch gerade. Gucke ich gerade hin. Die sogenannten, ich suche noch ein passendes Wort, vielleicht habt ihr eins, dann schreibt es mal rein. Ich hasse das Wort Lichtkörperprozess. Besser ist Aufstiegssymptome, aber es ist noch nicht so High-Frequency-Signale. Nee, irgendwas, ich brauche da noch ein neues Wort. Aber es kann sein, dass sich da sowas zeigt. Ne? Ganz starke Müdigkeit, Druckkribbeln hier zwischen den Augenbrauen, also drittes Auge oder Kronenchakra auf dem Kopf, also Kopfschmerz, nochmal Schlafstörung, das sind wie die Nachbeben. Ja, dann ist wichtig, ganz viel trinken, atmen, ihr könnt euch das selber auch nochmal vorstellen mit dem Licht oder hier einfach nochmal die Aufzeichnung gucken, vorspulen, ja, das nochmal machen. Genau, macht es intuitiv. Bin auch eingeschlafen gerade. Ja, Wahnsinn. Danke, 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 danke für euer Feedback. Wow. Bin immer noch glücklich und in Fülle. Hatte das Gefühl, aus meiner Schilddrüse fliegen ganz viele blaue Schmetterlinge. Ah nein. Oh, wie krass, oh Maya, dass du das schreist. Ich habe heute Morgen um ein Zeichen gebeten, nämlich in irgendeiner Weise um einen blauen Schmetterling. Da ist er. Cool. Wie schön. Ich danke euch so für eure Worte. Ich überfliege sie herrlich. Ich lese sie jetzt nicht alle vor, um hier den Raum nicht völlig zu sprengen. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Also nein, keine Bitte. Das ist wie eine Einladung, weil ich weiß, es wird eh die Richtigen erreichen. Aber ich mag nur sagen, fühlt euch frei, das hier zu teilen. Es gibt ja, das wird aufgezeichnet, Anna lädt es hoch auf YouTube. Und dann seht ihr das entweder bei YouTube, wenn ihr da meinen Namen googelt oder... Wenn ihr für den Newsletter angemeldet seid, bekommt ihr da den Link. Und an jeden Menschen, der dafür offen ist, wo ihr so sofort an diese Person denkt, leitet das super gerne weiter. Ja, auch das, weil das ist so, damit tut ihr mir ein mega, ja, Gefallen ist auch so ein doofes Wort. Also nur, wenn ihr resoniert, ne, und ihr wisst, was ich meine. Aber meine große Mission ist es wirklich, die Menschen zu befreien. Das berührt mich gerade, wenn ich gerade schlug. Die Menschen zu befreien und ihre Herzen zu heilen. Ich höre hier auch gerade die ganze Zeit meine Tochter, weil ich weiß, wie es einem geht, wenn man nicht in seiner Kraft ist. Und dann geben wir das an die Menschen weiter, die uns so wichtig und am Herzen liegen, und dann lösen wir bei denen wieder Herzmauern aus. Und ich möchte, dass ihr in eurer Kraft seid, weil, wie gesagt, ein geheiltes Herz, ein heiles Herz kann andere auch nur heilen und befreien. Und nur verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und das ist mir so wichtig, deswegen fühlt euch frei, es allen zu schenken, es weiterzuteilen. Und danke, dass ihr das hier gemacht habt, weil wir damit allen Menschen, ja, dem Kollektiv,
helfen. Ich sehe gerade leichte Schwindelgefühle kribbeln und vibrieren. Das ist ein super Zeichen. Leichtigkeit in deinem Körper und eine mega große Dankbarkeit. Danke, liebe Sarah. Ich danke euch, und das ist ja auch High Frequency, ne? Dankbarkeit. Und das Höchste, das fängt hier gerade, hier sind so mega dicke Schneeflocken, die hier gerade runterkommen, ist dieser innere Frieden. Ja, also man sagt eigentlich immer so Liebe und Dankbarkeit, aber das allerhöchst schwingende Gefühl ist tatsächlich so ein innerer Frieden. Dieses ist alles gut, egal was ist im Außen, es ist alles gut. Oh wow, wie schön, Irena. Bin so froh, dass ich hierher gekommen bin. Yay. Dachte erst, ich habe da heute keine Zeit für. Bin so dankbar, dass ich hergekommen bin. Spüre unsere Verbundenheit. Ich auch. Zu euch allen so schön. Ja, der Kopf wieder, ne? Oh, wir haben keine Zeit. Ich kenne das. Aber lasst euch nicht beirren. Den Kopf einfach reden lassen. So schön. Wow, Marianne. Richtig, richtig schön, was ihr schreibt. Und ich merke gerade, ne, wie ich das so genieße, hier in der Energie zu sein. Wow. Wahnsinn. Ich lese gerade alles durch. Auch bin hier bei Maike. Leichtigkeit, Entspannung, wohliges Gefühl, Happiness. Mir geht es einfach nur gut. Richtig cool. Und auch ein guter Hinweis, wo ich musste aufstehen, meinen Körper bewegen. Das ist auch sowas, bewegt euch, ja, geht an die frische Luft oder tanzt oder macht Yoga oder irgendwas. Macht das, wo euer Körper nachruft. Und an der Stelle, ich könnte jetzt gefühlt hier bis 12 nachts oder so sitzen und einfach, ach ja, es ist so schön. Aber wir haben ja alle keine Zeit, ne? Nein, ihr wisst, was ich meine. Ich schließe jetzt hier langsam den Raum, aber nee, ich schließe den nicht. Ne? Diesen Zoom-Raum schließe ich, aber wir sind verbunden und tragt es in euer Umfeld. Lasst es strahlen, ja, genießt eure neue Frequenz, nur noch die Lieblingslieder, und gebt mir super gerne ein Feedback. Ich freue mich immer, bin so gespannt. Gänsehaut. Richtig cool. Genau, Transformation. Gerne, gerne, gerne. Oh, ich sehe von Claudia, wo wird das hochgeladen? Bei YouTube, also Annette. Danke, genau, auf YouTube. Ach, ihr macht das alles schon. Ich sehe schon, es kann ich mir hier antworten. Perfekt. Wahnsinn. Genau, danke auch an euch alle. Wir bringen das goldene Licht in die Welt. Genau so sieht es aus. Jeder für sich. Ich fühle auch so eine Dankbarkeit euch gegenüber, weil ich sehe uns gerade, das muss ich nochmal raushauen an alle, ich sehe, ne, einige sind schon, ah, okay, ist vorbei, Klick drauf, ich habe Hunger. Nein, aber all diejenigen, die noch da sind, ist aber auch eine ganze Menge, 97 Menschen, wow. Und stellt euch das mal vor, ja, 97 Menschen, wir gehen jetzt alle in unseren Alltag, aber alle beschwingen, ja, und haben dann vielleicht noch ein liebes Wort. Und wir stecken uns ja alle an. Und das Tolle ist, die höhere Schwingung gewinnt immer. Gewinn ist jetzt wieder so ein Ego-Wort irgendwie, aber die höhere Schwingung beeinflusst. Das heißt, die Menschen, die noch in euren Dunstkreis kommen oder die Tiere, die werden wahnsinnig profitieren. Ihr müsst nichts machen. Egal, was ihr sagt, tut. Ihr könnt auch einfach da sein und schweigen. Ihr macht was mit denen. Ihr zieht die Frequenz um und die werden nur merken, hey, wieso geht es mir, auf einmal geht es mir viel besser und wissen gar nicht warum, unerklärlich. Und ja, die Lichter werden entzündet. Richtig, richtig schön. Und danke für eure wunderschönen Worte. Wir stecken jetzt alle an und danke für euer Sein, dass ihr das hier gemacht habt, mir eure Zeit geschenkt habt. Und ja, wir sind verbunden sowieso. Vielleicht lese ich von dem einen oder anderen, vielleicht sehe ich den einen oder anderen am Samstag im Workshop. Ich mich auch schon mega drauf freue. Und ach krass, Claudia, meine Katze war bei mir und streiten gerade mal nicht. Tja, nee, die spiegeln uns immer schön, die Tiere. Richtig cool. Manchmal kann ich hier auf Meeting beenden klicken, aber ich mache das jetzt. Danke für eure Worte. Ganz viele Küsse und eine Herzensumarmung zu euch und vielleicht bis bald, wo auch immer. Macht's gut, ihr Lieben.